Die Divergenz kommt ja aus dem Gebiet der Hydrodynamik. Bernoulli hat sich damit viel beschäftigt, also Strömungsverhalten untersucht, Dynamik von Wassermolekülen. Und ja, wir wollen das hier auch machen. Wir schauen uns mal Wasser an, ja, und wir bauen jetzt gedanklich in dieses Wasser einen Würfel. Ja, der Würfel hat kleine Kantenlängen. Das heißt, ich arbeite hier mit Delta. So, und jetzt können wir sechs Flächen einzeichnen. A1, A2, aus der Zeichenebene heraus, wenn ich den normalen Vektor draufstelle, die Fläche A3 und hier hinten die Fläche A4. Ja, ja die Bodenfläche. Die bezeichnen wir mit A5 und den Deckel mit A6. Jetzt kann man sich vorstellen, dass durch den Würfel hier Wasser durchfließt, ja, in alle Dimensionen. Ich deute hier das kartesische rechtshändige Koordinatensystem ein. Okay, ich habe hier in die Dimension Z, ja, von unten nach oben durch den Würfel eine Strömung von, ja, in die Zeichenebene rein, ja, eine Strömung von links nach rechts durch den Würfel, eine Strömung. Die Frage ist, wie kann ich dieses Strömungsverhalten in dem Wasser formulieren? Wie kann ich das mit Formeln erfassen? Dafür ist die Divergenz zuständig. Wir zeichnen uns die Flächen A1 und A2 vergrößert hier raus. Hier ist A1. Hier ist A2. Hier ist diese sehr kleine Schrittweite. Und dann haben wir diese Flächen, ja, bedingt durch diese sehr kleinen Kantenlängen, auch sehr klein, ja, obwohl sie hier übertrieben dargestellt werden. Übertreibung macht bekanntlich anschaulich, deswegen zeichne ich die natürlich größer. Macht ja keinen Sinn, mit solchen, ja, kleinen Flächen jetzt hier weiterzuarbeiten. Ja? Wir wissen, dass das alles sehr klein sein muss, aber von der Skizze her bleiben wir groß. Okay. Ja, wenn das alles sehr klein ist, dann haben die Flüssigkeitsteile eine nahezu konstante Geschwindigkeit auf dieser Fläche. Ja, dieses Strömungsfeld, dieses Geschwindigkeitsfeld ist ja selbst ein Vektorfeld. Das könnte ich ja so schreiben. Ja. Die Komponenten sind von dem Raumpunkt abhängig. Ja, insgesamt haben wir hier ein Vektorfeld, das jetzt auf diese Hydrodynamik bezogen eben das Geschwindigkeitsfeld dieser Wassermoleküle ist. Ja. Man sieht, aufgrund dessen wäre ja die Geschwindigkeit geringfügig, also von diesem Wassermolekül die Geschwindigkeit eine andere wie die hier, weil ich ja hier auf eine andere Position rutsche. Ja? Aber da wir die Fläche insgesamt sehr klein halten, können wir das für all diese Wassermoleküle, die hier drauf sind, als konstant annehmen. Das gilt natürlich für diese Geschwindigkeiten auch. Ja? Die müssen jetzt minimal ein bisschen länger sein, die Pfeile, ja? Als die hier, weil wir natürlich diese Schrittweite hier drin haben. Die Wassermoleküle auf der Fläche A2 haben die Geschwindigkeit Vx, x plus Delta x, y, z. Und diese hier haben die Geschwindigkeit Vx, x, y, z. Also man sieht, die beiden unterscheiden sich. Ja? Ich habe hier diesen Sprung drin. Okay, und jetzt kommt eigentlich der Kerngedanke, den muss man verstehen. Ich zeichne mal diese Fläche hier nochmal hier raus. Also hierher kann ich mir doch zum Zeitpunkt 0 Sekunden hier vorstellen, dass das ganze Flächenelement hier mit Wassermolekülen gefüllt ist, ja? Und jetzt eine Zeitspanne später, also einen Zeitschritt später, wir machen Zeitschritte von einer Sekunde meinetwegen. Also ich habe einen Zeitschritt Delta T eine Sekunde gemacht, dann sind ja die hier weg, ja? Die, wo zum Zeitpunkt 0 Sekunden da drauf gesessen sind. Und jetzt sind neue da, weil hier strömt ja das Wasser. Ja? Das ist der entscheidende Gedanke. Weil jetzt kann ich sagen, okay, ich weiß,
wie viel Flüssigkeit durch diese Fläche A1 geflossen ist. Ja, das muss Vxyz mal Delta T mal und diese Kantenlängen berücksichtigen, okay, Delta Y, Delta Z sein. Das ist ja insgesamt ein Quader, ja. Diese Flüssigkeitsmenge ist durch die Fläche A1 geflossen. Und dieselbe Überlegung kann ich jetzt für die Fläche A2 anstellen. Okay, jetzt habe ich die Flüssigkeitsmenge, die aus diesem Quader rausfließt in der Zeitspanne Delta T, nämlich Vx plus Delta X, YZ mal Delta T, Delta Y, Delta Z ist gleich. Ich schreibe das hier V raus auf die Dimension X bezogen und das hier V rein auf die Dimension X bezogen. Okay, und was habe ich dann im Würfel drin? Ja, die Differenz, ja. Die Flüssigkeitsmenge, die im Würfel drin ist, ist die Differenz, ja. Die überschüssige Wassermenge sozusagen. V raus auf x minus v rein auf die Dimension x bezogen ist gleich v, ich schreibe es mal drin, auf die Dimension x bezogen. Ja? Okay, dann formuliere ich doch das am besten. Vx plus Delta x y z, ja, minus Vx y z, so Delta t, Delta y, Delta z ist gleich das hier. Okay, und jetzt kann ich eine Äquivalenzumformung anstellen. Das Delta t schmeiße ich auf die andere Seite. Okay, steht das Ganze so da. Delta t messen wir in Sekunde. Die Basiseinheit von der Sekunde ist, also von der Zeit, Entschuldigung, ist die Sekunde. Dann schreiben wir hier einfach Sekunde. Okay, jetzt schreibe ich die linke Seite von der Gleichung anders. Ja, ich erweitere mit Delta x. Also steht da Delta y mal Delta z mal Delta x durch Delta x. Ja, ich habe die linke Seite sozusagen gar nicht verändert, weil ich könnte hier gedanklich wieder streichen und ja, steht dann dasselbe da. Ja. Aber warum mache ich das? Ich will die linke Seite von dieser Gleichung vereinfachen, dass ich mit ihr irgendwas anstellen kann. Ich möchte mit dem Ganzen besser rechnen können. Ja. So ist das unangenehm. Denn durch das Erweitern habe ich erreicht, dass ich dieses Delta x jetzt einfach mal hier durchschieben kann, also unter diese Differenz schreiben, ja, darf ich doch. Und das hier ist ja die Kantenlänge von, ja, meinen Quader, von dem Würfel, ja. Das schaut irgendwie seltsam aus, ja, man kann nicht richtig erkennen, dass das drin heißt, ja. Okay, also. Das hier, dieses Volumen, ist ja das Volumen dieses Würfels, was wir in das Wasser reingelegt haben. Ja? Das sind seine Kantenlängen. Also kann ich das hier auch als V drin schreiben. Okay, also weg. So, was hat mir das Ganze gebracht? Naja, jetzt schaue ich mir mal das an. Das ist doch ein Differenzenquotient. Ja? Wenn ich jetzt hier dieses Volumen gegen 0 gehen lasse, also infinitesimal mache, ja, bedeutet natürlich, dass der hier auch gegen 0 geht. Das ist ja die Kantenlänge, wo hier in dem Volumen drin steckt. Ja. Dann habe ich sozusagen ja, aus einer Sekunde ja, die Tangentengerade durch den Punkt mit den Koordinaten x, y, z gelegt. Ja. Das ist ja die Definition der partiellen Ableitung. Ja, ich halte hier, weil wir auf die Dimension x Bezug nehmen, y und z fest, lege erst eine Sekunde durch, ja, durch diesen Punkt x, y, z und dann rutsche ich diesen Abstand, ja, diese Sekunde immer näher zusammen, bis ich auf die Tangentengerade stoße, ja, und dann ist ja das nach Definition einfach die Ableitung, ja. Eben hier in dem Fall, weil wir drei Dimensionen hier haben, die partielle Ableitung. Ja, so muss man das hier verstehen. Ja. Okay, also bilden wir doch am besten jetzt an der Stelle den Grenzwert. Ja. So, dann habe ich auf der linken Seite Delta V drin geht gegen 0 und Delta X geht dann gegen 0 von dem Ausdruck hier Vx plus Delta X Y Z minus V x, y, z, Delta x.
So, mal Delta V drin, x auf der rechten Seite. Naja, Delta V drin geht gegen 0. Und was steht da? Delta V drin von x pro Sekunde. Okay, wenn wir jetzt den Grenzwert bilden, dann habe ich hier eben die partielle Ableitung. Ja, hier schiebt es das Ganze infinitesimal zusammen. Was habe ich da stehen? Partielle Ableitung in die Dimension x mal dieses infinitesimale Volumenelement. Ja, hier habe ich einfach ja, infinitesimal. So. Okay. Also, ich schreibe jetzt mal dieses Argument nicht nochmal, das schreibt man häufig nicht. Ja. Und ich schreibe auch dieses drin nicht. Ich beziehe mich nur auf die Dimension x. Okay. Jetzt kann man sich das für die anderen Dimensionen auch überlegen. Ja? Das ist unser Quader, der im Wasser ist. Ja? Jetzt haben wir die Dimension hier betrachtet, also in x. Jetzt strömt aber auch Wasser in die Dimension y und Wasser in die Dimension z. Ja? Selbe Überlegung, was wir jetzt für die ja, Dimension y und z übernehmen. Ja, das, was wir durchgeführt haben für die Dimension x, gilt natürlich jetzt auch für die anderen Dimensionen. Es macht jetzt keinen Sinn, das alles zu wiederholen. Das ist ja analog durchzuführen. Ja. Jetzt muss man auch aufpassen hier, ne? Wir arbeiten zwar mit Indizes, aber es ist klar, das gilt, dieses Volumen ist jeweils das gleiche, ne? Wir fließen ja mit unseren Wasserteilchen durch denselben Quader, ja? Dann schreibe ich den jetzt mal dv. Okay? Also. So sieht das Ganze aus. Ja, und was kann man jetzt noch tun, wenn ich die gesamte Flüssigkeitsmenge betrachten möchte, die da durch diesen Quader in einer Sekunde durchfließt? Da muss ich ja alle drei Dimensionen berücksichtigen, also alle Beiträge von der Wassermenge. Ja, ich habe einen Beitrag Wassermenge in die Dimension x, einen Beitrag Wassermenge in die Dimension y und einen Beitrag Wassermenge auf die Dimension z bezogen. Wenn ich die komplette Wassermenge haben möchte, die da durch meinen Würfel pro Zeit- und Volumeneinheit fließt, ja, dann zähle ich alle zusammen. Ja. Okay. Gut. Ich kann diesen infinitesimalen, dieses infinitesimale Volumenelement ausklammern. Steht es so da. Das hier, ja, also gesamte Flüssigkeitsmenge auf den dreidimensionalen Raum bezogen, die hier durch den Würfel pro Volumeneinheit und Zeiteinheit fließt, wird als Divergenz bezeichnet und geschrieben in der Art und Weise hier. Okay, und so sind wir fertig. Ja, aber wir setzen hier einfach jetzt das Einheitsvolumen, das ist ja 1. Okay, und sind fertig. Wir haben ja das Ganze definiert. Wir haben das Ganze so hergeleitet, dass wir hier das Volumenelement und die Zeiteinheit ja berücksichtigen. Steckt automatisch jetzt hier drin. Ja. 1, ja, brauche ich ja nicht stehen lassen. Das Volumenelement wird als 1 definiert. Okay, dann kann ich 1 auch weglassen. Ja, und die Zeiteinheit haben wir auch mit einer Sekunde bemessen. Lässt man auch weg. 1 schreibt man nie. Das ist die Divergenz. Ja, ja und man sieht, da gibt es auch verschiedene Fälle. Ja. Die Divergenz, ich schreibe es jetzt mal abgekürzt, nur mit V ohne dem hier. Ja. Wir wissen, dass ein Raumpunkt, die kann ja kleiner als 0 sein, ja, vom Zahlenwert her. Dann habe ich eben die Situation, die Flüssigkeit wird an dem Ort hier vernichtet. Ja. Es kann aber auch sein, dass
meine Divergenz größer 0 ist, dann habe ich eine Quelle da drin, ja, an dem Ort. Und wenn meine Divergenz 0 ist, ja, dann spricht man auch von quellenfrei. Ja. Das ist auch wichtig bei der Elektrotechnik. Ja, insgesamt ist ja die Divergenz dann ein Skalarfeld, ja. Ein Skalarfeld, ja, mit Zahlen kleiner 0, größer 0 oder gleich 0 an einem bestimmten Raumpunkt. Ja. Ich bin jetzt im kartesischen Koordinatensystem. Ja, und an jedem Punkt gibt es eine Zahl. Wenn ich mich jetzt auf Energie wieder festlege, hier meinetwegen 1 Joule, hier 0,5 Joule, ja. Was weiß ich, hier irgendwo 0 Joule, ja. Das ist irgendwie ein willkürliches Beispiel, ja. Ich habe hier Zahlen im Raum. Ja. Überall kann ich eine Zahl, ja, anschreiben. Durch diese Vorschrift hier, durch dieses Skalarfeld. Das ist ein Skalarfeld. Hier ist meine Position im Raum. Gut, also das war mal die Divergenz.